Alle haben Lebensmittelvergiftung. Das ist ein bisschen nervig. Kotzen sie auch noch in die Küche. Einfach nur, weil Connor kein guter Koch ist. Mit Kochen 4. Verstehe ich gar nicht. So schlecht ist es nicht. Okay, Kashi fängt an, ein bisschen rumzuzündeln. Zum Glück haben wir Hans. Okay, unser Altar ist gleich fertig. Und dann haben wir einen Anführer. Krafi kann sich jetzt eigentlich am Altar umstylen. Connor hat die Ernte verbockt. Und du kriegst jetzt nicht noch mehr Essen. Das reicht jetzt. Danny Socke ist einfach schon seit Tagen nicht mehr bei Bewusstsein, weshalb ein Freilassen nichts bringen würde, beziehungsweise die machen das einfach nicht. Ich meine, na gut, man könnte ihn einfach in die Natur legen und gucken, was passiert, aber hier bei RimWorld funktioniert das nicht. Da muss er schon mindestens Bewusstsein 1% haben, damit das funktioniert anscheinend. So, Kashi, bau das Ding fertig. Und fertig. So, können wir jetzt Krafi eine Rolle zuweisen. Nämlich den Anführer. Und los geht's. Bist du, Connor? Ach, Connor mit seiner Lebensmittelvergiftung kommt ein bisschen später zum wichtigen Ritual. Sehr gut. Erfolgreicher Rollenwechsel. Wir haben einen Boss. Wieso liegen hier Steine in der Tür? Naja. Ist erstmal was. So. Noch eine Lebensmittelvergiftung. Krafi, weil unser Koch unfähig ist. Ansonsten gucken wir mal, was es noch Wichtiges zu bauen gibt. Wir haben halt wenig Holz, deswegen wird das hier alles aus Metall angezeigt. Meditationsthron. Schlafzimmer wären auch nicht schlecht. Naja. Wir haben jetzt schon mal einen Anführer. Wir könnten eigentlich direkt unseren Priester auch ernennen. Das wäre dann wer? Connor oder Kashi? Ich würde sagen Kashi. Sie ist Raketeningenieurin. Gute Voraussetzung, um Priester zu sein. Connor ist nämlich Hausmann. Machen wir Kashi zum Priester. Ja. Lassen wir sie nochmal ausschlafen. Aber dann kommt gleich das nächste Ritual. Wir haben einen Ambrosia-Hain in der Nähe. Gucken wir uns gleich an. Danny ist immer noch da, weil Danny leider Bewusstsein 0 hat. War ein bisschen unterernährt die Tage.
Er hat da ins Bett gemacht, okay. So, Kashi. Iss kurz was und dann hast du dein großes Ritual. Kashi isst. Im Risiko eines schweren Zusammenbruchs, wer ist das? Connor, wieso? Wegen der Lebensmittelvergiftung, das ist doch nichts Schlimmes. Guck mal, waschen kannst du dich danach. So, und dann können wir Hans nämlich auch überreden. Hört nämlich noch den falschen Club an. Lass mal direkt Kashi auf ihn ansetzen. Kashi ist leider ein bisschen langsam und Hans macht hier Meter. Gut, er geht auf Toilette. Kashi übergibt sich kurz. Wo ist der Ambrosia-Hain? Da ist das Ding. Okay. Wie weit ist das weg? Geht so. Dauert noch eine Weile, bis das fertig gewachsen ist. 18% haben wir da gerade. Okay, 17% reduziert. Also den müssen wir wahrscheinlich so 6-mal überreden, falls sein Glaube sich da nicht weiter verändert. Rollenwechsel hat stattgefunden. Und Danny ist immer noch schwer unterernährt. Hat jetzt aber 40% Bewusstsein. Das Bewegen ist immer noch ein Problem. Wie machen wir das? Bald hat er wieder Hunger. Ah, hat er tatsächlich schon wieder. Wir müssen Danny... Oh. So war das nicht geplant. Okay, du darfst essen. Damit wir dich loswerden. Eigentlich wollte ich ihn nur kurz aufpäppeln und dann freilassen. Aber stattdessen haben wir hier jemanden, der permanent jetzt wieder unser Bett bevölkert. Das hatten wir doch gerade erst. Hey, Blade Master. Danny sollte Nahrung werden, ja, ne? Das geht leider... Es geht schon, aber es geht zum Beispiel nicht, ihm das Bein abzuschneiden und ihm selber zum Essen zu geben. Man kann Körperteile nicht zu Essen verarbeiten, nur ganze Körper. Sonst wäre das eine interessante Alternative. Alle haben Lebensmittelvergiftung. Das ist ein bisschen nervig. Kotzen sie auch noch in die Küche. Einfach nur, weil Connor kein guter Koch ist. Mit Kochen 4. Verstehe ich gar nicht. So schlecht ist es nicht. Okay, Kashi fängt an, ein bisschen rumzuzündeln. Zum Glück haben wir Hans. Hans spielt jetzt erstmal ein bisschen Hufeisen, aber ich würde sagen, komm, lösch doch vielleicht nebenbei das Feuer. Das Feuer ist nicht im Heimatgebiet. Ich glaube, da müssen wir hier kurz tätig werden. Oh Gott, Connor stellt sich... Connor wird angekotzt. Kashi, wie lange machst du das noch? Kann Hans kurz... Ah, Hans, schau kurz den Wolken zu. Hans ahnt das nämlich, dass sie gleich wieder gezündelt wird. Kashi kotzt hier kurz wieder hin. Kashi zündet dir die Bude an. Und es regnet. So, wir würden jetzt noch mal ganz kurz Hans mit dem Saubermachen der Bude beauftragen. Okay, die Kotze in der Küche, das muss ja wirklich nicht sein. Danke dir, Furon.
für deine 3 Monate. Danke, danke. Ah, ich soll noch was trinken, Manson. Machen wir. Oh, sehr gut. Hans macht die Küche sauber. Oh ja. Hans macht hier die Schlafräume sauber. Connor kocht ein bisschen. Und wenn die Kotze hier weg ist, dann können wir Hans eigentlich auch diese Putzpriorität wegnehmen. Das sieht gut aus. Wenn Hans sich wieder mal an den Forschungstisch begibt, dürfen wir auch bald Batterien haben, sodass solche Stromausfälle nicht mehr so häufig sind. Wir haben hier ein kleines Baby-Rhinoceros liegen. Das ist gestorben aufgrund eines Velociraptors. Der hat ihm nämlich den Kopf abgebissen, aber nur 21% des Körpers gefressen. Das heißt, dieses kleine Baby-Rhino werden wir mal schlachten. Was macht die Temperatur? 6 Grad haben wir hier drin. Ist wahrscheinlich zu groß. Oder liegt das gerade am Strom? Na, wir beobachten das mal. Es könnte auch nur am Strom liegen, der gerade nicht da ist mit der Kühlung. So, die Leute scheinen sich von ihrer Lebensmittelvergiftung erholt zu haben. Es geht wieder ein bisschen voran. Auch wenn hier sporadisch wieder hin und wieder so ein paar Kotzflecken auszumachen sind. Hans hat das Risiko eines schweren Zusammenbruchs. Er hätte nämlich gerne einen imposanten Schlafraum. Er ist sehr gierig. Danny hat mal wieder Geburtstag. Ja, ja, wir müssen Hans auf jeden Fall überreden. Guck mal, so sieht Hans ohne Mütze aus. Die nimmt er beim Schlafen ab im Vergleich zu Connor, der mit Schal schläft. Und Kravi, der mit Helm schläft. Danny wird weiter gefüttert, als hätten wir unendlich Essen, liegt er da und mampft eine Mahlzeit nach der anderen. So, Kashi hat hier die Mauer gebaut, dann würde ich gerne, dass du hier nochmal erweiterst. So, wir kochen Rhinoceros. Ah nee, das ist Ratte. Das Rhinoceros ist noch nicht. Hans, bring doch nicht das gute Rhinoceros da hinten hin. Was ist da los? Hier, Tierleichen. So. Hans bringt's nach oben. In den Norden. Da gehört es hin, das gute Rhinoceros, in den Kühlschrank. Also so habe ich mir das mit Danny wirklich nicht vorgestellt. Der verbraucht unglaublich viel Nahrung und Zeit unserer Kolonisten. Das ist eine erhebliche Manpower, die wir hier benötigen, um Danny auf Zack zu halten und ihn ständig zu waschen. Guck mal, wie oft der gewaschen werden muss. Das Rhinoceros wurde geschlachtet. Oha, was ist hier los mit dem Spinosaurus? Erstaunlich dicht an unserer Basis. Nein! Shit, wir haben Spinosaurus im Schlafzimmer. Der Spinosaurus kann Türen öffnen. Oh Gott. Der hat Hunger. Der Spinosaurus geht in die Küche, geht an den Kühlschrank und der Spinosaurus schnappt sich. Was macht er? Nee. Wieso kann der Spinosaurus Türen öffnen?
Was ist los? Da haut er wieder ab. Der, ja. So, wir haben ein neues Quest. Ach, da steht's. Ein Spinosaurus wurde zahm. Okay. Den könnte man schlachten. Man könnte ihn auch bestimmt gut verkaufen. Wenn wir zwei Spinosaurier hätten. Diese hier ist weiblich. Wenn wir noch ein Männchen hätten, dann könnten wir ja züchten. Aber ich würde sagen, wir müssen ein Spinosaurus-Gehege anlegen. Also, wir brauchen ein neues Gebiet. Wir nennen das Spino. Und sagen ihm, hey, du darfst eigentlich... Also eigentlich können wir es invertieren, dann darf er überall hin. Und wir klammern nur die Basis aus, dass er nicht irgendwie hier drin rumläuft. Der soll nicht wieder in die Küche. Okay. Und es wäre auch super, wenn du nicht unsere Pflanzen niedertrampelst. Das macht er immer so gerne in der Küche. Gut, wir haben es und würden das jetzt ihm sagen. So, der haut da schnell ab. Weg mit dir. Aber es scheint ein sehr soziales Tier zu sein, so ein Spinosaurus, dass der direkt hier zu uns kommt. Was sagt die Quest? Der höchste Lerch der Fraktion Exodus Imperium sagt, dass ihr Freund auf einer Reise verwundet wurde. Das Opfer heißt Smarty und ist ein 17-jähriger junger Ladenbesitzer. Wir müssen Smarty retten. Position... Oh, zwei Menschen jagende Schildkröten. Und Smarty würde sich anschließen. Oh Gott, Smarty ist aber weit entfernt. 10 Tage haben wir dafür. Ich würde Hans dahin schicken. Wobei Hans alleine ist vielleicht keine gute Wahl. Der kann nur Nahkampf. Wir schicken Hans zusammen mit Connor dahin. Dann sind wir für kurze Zeit nur zu zweit. Aber kriegen danach noch einen neuen Kolonisten. Ich glaube, das machen wir. Oder was sagt ihr? Wir können den Dino mitnehmen, das stimmt. Aber das bringt uns nicht viel, weil der nicht gut trainiert ist. Der ist höchstens zahm, kann uns aber nicht beschützen. Antike Gefahr. Ah, hier unten direkt. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass wir hier... Okay. Okay, also Spinosaurus schläft da direkt neben dem Hufeisenspiel. Hans forscht wieder. Wir machen das mal. Wir haben auch... Wie weit ist das, ne? Das geht hier durch die Berge. Hm. 10 Tage haben wir dafür Zeit. Zwei Tage dauert die Reise. Okay, das machen wir. Ups.
So, ich habe wieder vergessen, wie das geht. Brauchen wir erstmal diesen Sammelplatz. Wo ist das? Karawanen-Dingsbums. Karawanen-Sammelplatz. Da haben wir ihn. Komm, sammelt euch doch gerne hier. Karawane formieren. Hierhin. Akzeptieren. Und zwar na, wir nehmen doch Kashi, weil Kravi hat keine, wir haben keine weitere Fernkampfwaffe und wir brauchen für die Schildkröte jemanden mit Fernkampfwaffe. Deswegen Kashi und Hans gehen los. Wir könnten denn die Socke mitnehmen und da aussetzen. Reisevorräte. Ja, so machen wir das. Wir haben nur eine Kräutermedizin. Zwei normale Medizin. Okay, nee, das kriegen wir hin. Los geht's. Okay. Danke, Sea Breaker. Kashi nicht kurz vorm Zusammenbruch? Ja, so ein bisschen. Woran liegt das? Aufgrund des abscheulichen Schlafseils und weil sie beleidigt wurde. Wer beleidigt Kashi hier die ganze Zeit? Kashi kicherte über den Familienhintergrund von Hans' Onkel. Kravi und Kashi unterhielten sich über verfuschte Operationen. Also Hans und Kashi, die mögen sich irgendwie gar nicht. Das sind Rivale. Und die beiden ziehen jetzt los. Na gut. Ab die Post. Wir spulen. Währenddessen hat Danny mal wieder Geburtstag. Die Hälfte unserer Kolonisten verlässt jetzt die Karte und macht sich auf große Reise. Da geht's schon los. Da wird meditiert. So. Connor ist kurz vorm Zusammenbruch. Wegen absoluten Entspannungsmangel. Verstehe ich nicht warum. Wir haben hier ein Hufeisenspiel. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Es wird eine Teambuilding-Experience, ne? Ganz genau. Haben wir genug Holz, um so ein bisschen die Schlafseele fertig zu bauen? Ja, ne? Was machen die Leute denn? Kümmern sich mal wieder um Danny. Ey, ganz ehrlich, wir müssen das mit Danny jetzt mal... Er hat eine triviale Unterernährung, kann sich aber trotzdem immer noch nicht bewegen. Wieso kann er sich... Also die Unterernährung dürfte gleich auf Null sein. Wenn er sich dann immer noch nicht bewegen kann, dann müssen wir leider andere Maßnahmen ergreifen. Wir haben einen Händler exotischer Güter. Das ist gut. Runder Barbar, ich danke dir für deine 3 Monate. Moin, moin. Hope so, sagt, ich soll was trinken. Machen wir. Wir gehen mal hier
und gucken, ob wir vielleicht direkt den Spinosaurus verticken, weil unsere Basis ist noch nicht dazu gemacht, sowas mit zu versorgen. Wir müssen ein bisschen Heu anbauen. Wir brauchen dann größere. Brauchen wir dann Gehege für? Haut der ab, wenn wir kein Gehege haben? Naja, guck mal hier. Das Gute ist, unsere Kartoffeln werden gleich abgebaut. Das ist sehr gut. Denn sind wir jetzt tatsächlich nahrungstechnisch. Es war knapp, aber wir haben es hingekriegt. Nahrungstechnisch sind wir jetzt auf der sicheren Seite. Connor kotzt mal kurz auf die Kartoffeln. Und wir schauen, wie weit. Oh ja, auf der Straße geht das ganz gut. Die nehmen die Autobahn. Gravi verbockt ein Erntevorgang nach dem anderen. 35 Grad ist natürlich auch nicht angenehm. Da auf dem Kartoffelfeld zu arbeiten. So, wie sieht's aus? Gravi, geh mal bitte kurz zu den Leuten und frag mal, was die anzubieten haben. Ob die einen Spinosaurus kaufen. Kriegen wir 2000 für. Das machen wir. Wow, also so viel hat der gar nicht. Ah. Wirbelsäule. Wir können uns hier wenig leisten, ne? Nicht mal den Flachbildfernseher. Wir können uns hier nichts leisten, was irgendwie sinnvoll wäre. Wir könnten all unser Geld ausgeben für zum Beispiel für die Schwindelwelle, aber das machen wir nicht. Schade, der Spinosaurus würde 1787 Euro bringen, aber leider hat er nur 945 dabei. Das würde natürlich nur die Hälfte sein. Und für die Hälfte verkaufen wir den Spinosaurus natürlich nicht. Der essen wir ihn lieber. So. Die ziehen hier weiter. Wird geerntet, gekocht und reingetragen. Jetzt auf die Toilette gegangen. Danny mal wieder ein bisschen Essen bringen. So. Wie sieht's aus? Bist du jetzt... Ja, er ist tatsächlich nicht mehr unterernährt und trotzdem kann er sich nicht mehr bewegen. Wir müssen jetzt neue Seiten aufziehen. Wir müssen ihn jetzt... Ja, was machen wir? Könnten wir ein Opferungsritual... Wir haben doch einen Gefangenen. Es geht trotzdem leider nicht. Geht's jetzt? Nee, geht immer noch nicht. Benötigst ein Gefangener, steht hier. Wir haben eigentlich einen Gefangenen. Ist das aufgrund seines Zustands, weil er sich selber nicht bewegen kann, muss er selber zum Schafott? Ah, wir könnten... Ja, du hast recht. Wir könnten das mit Waren auffüllen, ne? Das ist keine schlechte Idee. Wir tauschen gegen Ware.
So. Zack, Gravi, schnell. Schnapp ihn dir. Okay, also. Dino gegen. Die Schwindelwelle. Wir könnten noch eine bionische Wirbelsäule nehmen. Aber die können wir noch nicht einbauen. Da brauchen wir natürlich gute Ärzte und ein gutes Krankenzimmer für. Ansonsten gehen uns die Leute noch drauf. Ich weiß nicht, ob wir uns die schon holen sollten, oder? Oder wollen wir uns die bionische Wirbelsäule holen? Oder einen Flachbildfernseher? Bionische Wirbelsäule oder Flachbildfernseher? Kostet beides ungefähr gleich viel. Ich trinke was easy, kein Problem. Doch schon, wo ist das? Ach da. So. Ja, wir holen die bionische Wirbelsäule, würde ich sagen. Moin, der Kona. Und tauschen das. Ein Dinosaurier gegen eine bionische Wirbelsäule und den Psy-Trainer. Zap. Dinosaurier läuft über. Gravi, wo ist der? Bitte bring das sofort rein. Das ist wertvoll. Wisst ihr, was richtig gefährlich ist? Wenn wir jetzt die wertvollen Waren reintragen und irgendwer wieder anfängt, Pyromane zu spielen. Unser einziger feuerlöschender Kolonist ist gerade 2 Tage weg. Daran habe ich nicht gedacht. Daran habe ich nicht gedacht. Zwei Typen greifen an. Taka Taka und Dovakinf. Einer mit einer Shotgun, einer mit einer Axt. Wir müssen mal gucken, dass wir Gravi irgendwie eine Waffe verschaffen. Ich meine, seine Fähigkeiten im Nahkampf sind nur Stufe 2, aber trotzdem nimmt er sich mal die... Warte mal, bring das Ding trotzdem rein. Schnapp das Ding. Benutzt den Psy-Trainer sofort. Ach nee, er hat eine zu niedrige Psy-Stufe. Braucht man eine höhere Psy-Stufe für? Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann hoffen wir, dass unsere Leute hier helfen. Und wir verstecken uns hinter unseren Besuchern. Bitte bleibt noch ein bisschen hier. Ansonsten sind wir dem Tode geweiht. Okay. Neue Wette kommt rein. Überleben wir diesen Raid? Ich glaube, die Wette gilt. Oh, sie gehen auf Verteidigungsposition. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht in den Rücken schieße. Sehr gut. Na, die Wette läuft noch ein bisschen. Wir warten mal, ob Taka Taka es schafft. So. Wir werden das hier gleich einsammeln. Gucken wir mal. Taka Taka. Auf ihn. Gravi kann eigentlich wieder sein Ding machen.
Hat er kurz unser Klo angegriffen? Sieht so aus. Und Taka Taka ist tot. Alles klar, wir haben den Raid überlebt. Wer hätte es gedacht? Connor, mach wieder dein Ding. Tragen die Leichen dann weg. Und wir haben eine neue Shotgun. Das ist gar nicht schlecht, weil dann kann Kravi anstelle von seiner bescheuerten Axt sich die Shotgun schnappen. Ist ruhig erstmal was. Dann legst du die Axt ab. Und dann schnappst du dir die Shotgun. Außerdem liegen hier noch Drogen rum. Und das wird dann auch weggetragen. Wunderbar. Das war Raid Nummer 2. Wo ist unser Team? Da hinten. Macht gerade Rast. Ein Schamanenhändler ist auch noch angekommen. Hoffentlich sind die nicht verfeindet. Oh, übersinnliche Beruhigung. Alle männlichen Kolonisten lächeln zufrieden. So, kommt ruhig. Schläft gerade, dürfte gleich aufwachen. Komm, wir wecken ihn mal. Anführerin Real Princess wird kontaktiert. Mal gucken, was da handelstechnisch angeboten wird. Ärgern wir uns, dass wir den Dino gerade vertickt haben? Nee, tun wir nicht. Gibt's auch eine bionische Wirbelsäule? Nee, Quatsch, das ist unsere, ich Idiot. Nein, hier gibt's nichts, was Interessantes. Wir haben den richtigen Händler ausgewählt, um den Dino zu tauschen. Das war nicht schlecht. Und was machen wir denn jetzt mit Danny Socke? Können wir dich immer noch nicht opfern? Unglaublich. Muss ich vielleicht... Wir spielen nicht Kannibalen von Flam. Sonst würden wir die einsammeln, ja. Pass auf. Wenn wir hier auf Hinrichten klicken, dürften wir dann ihn hier hinrichten auch nicht. Benötigst einen Gefangener. Liegt es daran, weil das ein medizinisches Bett ist? Auch nicht. Im Titel steht Kannibalen. Tatsache. Das ist natürlich gar nicht korrekt. Wir haben einen neuen Run angefangen. Danke für die Info. Van Flam. Wir sind Transhumanisten jetzt. Transhumanisten, die gerne Tiere züchten. Ja, Danny kann ich nicht verkaufen, nur an Sklavenhändler. Vielleicht Danny erstmal fragen, meinst du? Ich habe keine Idee, warum sich Danny nicht am Altar hinrichten lässt. Deswegen werden wir Danny jetzt einfach so hinrichten. Über den Punkt. Schade, weil über den Altar wäre das wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber die öffentliche Hinrichtung steht für ihn nicht zur Verfügung. Alles, was hier steht, wir benötigen einen Gefangenen. Der Rest ist cool. Das
Zum Glück mögen die beiden Fraktionen sich, sonst gäbe es hier gerade eine Prügelei. Warum nicht bekehren? Bekehren macht nur Sinn bei Kolonisten, die nützlich sind. Denn die Socke ist alles andere als nützlich, denn die Socke hat Alzheimer, Demenz, zwei graue Stare, ist sehr gebrechlich und hat Rückenschmerzen. Das ist kein Bekehrungsmaterial. Die Karawane ist da. Wir haben es geschafft. So, da ist Smarty. Da sind die beiden menschenfressenden Schildkröten. Und unsere beiden Kolonisten gehen da jetzt hin, werden sich dieser Schildkröten entlegen. Entledigen. Die jetzt schon auf uns zugerannt kommt. Aber die sollten wir doch ganz gut kiten können, die Schildkröten, oder? So. Schildkröte Hartmut und Schildkröte der Dutchman. Oh, guck mal, er hat einen gebounced. Habt ihr das gesehen? Danny Socke wurde übrigens parallel hingerichtet. Wie geht's denn, Thomas Müller? Hat nur Prellung. Schon wieder gebounced. Nicht schlecht, Schildkrötenpanzer. Also diese Schildkrötenpanzer, die bouncen ganz gut. Also falls es doch nochmal irgendwie zu einer Zombie-Apokalypse kommt oder so, da man mit damals rechnen muss, dass man beschossen wird, empfehle ich so einen Schildkrötenpanzer als Helm. So, wir formieren die Karawane neu. Biete Hilfe an, Kashi. Geretteter tritt bei. Aber echt mieses Wetter. Gibt's hier noch was, was man mitnehmen kann? Naja, das sehen wir gleich im Bildschirm. Wir verlassen diesen Ort. Formieren die Karawane neu. Gehen nach Hause. Und zwar diesmal zu dritt. Los geht's. Reisevorräte sind noch da. Und das reicht auch. Ab die Post. Zurück in der Base. Ja, der Gefangene wurde hingerichtet. Ich hoffe, den trägt bald jemand raus. Das Gefangenenbett können wir denn hier mal abreißen. Tut mir leid, Danny, aber der war eigentlich... Wie lange hätte der noch gelebt? Wer weiß. Ich denke, lange nicht. Ja, Blue Beast Place. Wir zocken gleich Tarkov. Gegen 9 Uhr wollte ich umswitchen. Muss mir aber auch noch eine Pizza bestellen. Grad, meine Güte. So, wir bauen direkt wieder Kartoffeln an. Sehr gut. Dann wird das hoffentlich ordentlich reingetragen. Ich hoffe mal, dass die Tiere das hier... Oh, da greift ein Puma an! Lecker! Direkt mal schlachten. Was sagt die Temperatur hier drin jetzt? 10 Grad? Aha, wir brauchen, glaube ich, ein neues Kühlaggregat.
Naja, so viel Essen haben wir noch nicht, als dass das irgendwie gefährlich wäre. Bevor das verdirbt, haben wir das meistens schon aufgegessen. Nee, nicht entkleiden. Ich wollte dich einfach nur wegtragen. Oh, da kommt der nächste. Oh, 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 Zähre. Oder wer... Ah. Und noch ein Puma. Nicht schlecht. Ja, ja, der Schafbock zieht so ein bisschen. Hat den rechten hinteren Hut verloren. Der wurde zertrümmert und hat sonst nur Kratzer davon getragen. Aber die scheinen hungrig zu sein. Da müssen wir mal aufpassen. Und es wäre echt top, wenn wir da langsam mal Mauern aufziehen, damit diese Viecher nicht auf uns losgehen. Weil sonst haben wir ratzfatz einen Kolonisten verloren. So, da wird gekocht. Ja, was ist hier los? Kleine Stromfluktuation. Wir haben jetzt Puma-Fell. Da können wir uns vielleicht bald einen Sessel draus bauen. Ansonsten sieht es hier sehr gut aus. Leicht blutverschmiert jetzt der Vorplatz. Da werden sich unsere Rückkömmlinge wundern, was hier passiert ist. Aber wir sind jetzt zu dritt. Der gute Thomas ist dann am Start. In einem Tag kommen sie wieder an. Der zweite Puma wurde auch schon geschlachtet. Oh shit! Habt ihr gesehen, wie der... Eieiei, habt ihr das gesehen? Da kam gerade ein Puma angedüst. Connor, ganz schnell rein hier. Connor, lauf! Warte mal, der ist blau. Wieso ist der blau? Heißt das, der gehört zur Karawane? Wo ist die Karawane? Ist sie noch da? Nee, die ist weg. Nee, blau ist normal für Tiere. Ja, okay. Also dieser Puma, ganz ehrlich, der wollte uns doch fressen, oder? Der wollte uns doch fressen. Ich würde sagen, wir hauen den Puma um, bevor da noch ein Unglück passiert. Ist schwanger, der Puma. Aber trotzdem schreckt er nicht davor zurück, unsere Kolonisten anzugreifen. Behaupte ich jetzt mal. Genau wissen wir es nicht, aber das war schon sehr aggressives Puma-Verhalten. Und wir als Pumologen können das wahrscheinlich ganz gut deuten, oder? Was sagt ihr? Das war doch, guck mal, der kommt zurück. Und der kommt jetzt nicht zurück, weil er sich rächen will, sondern weil der Hunger hat. Na? Wo geht er jetzt? Wo geht er jetzt? Wie viele Pumas haben wir denn noch hier auf der Karte? Jetzt dreht er wieder um. Machst du das noch länger mit? Hast Hunger? Brauchst Entspannung? Nicht, dass du mir durchdrehst. Das wäre ein Todesurteil. Jetzt in dieser Situation ein bisschen durchzudrehen. Puma kommt wieder. Der
Puma möchte auch wirklich nur Connor essen und nicht Kravi, der hier eigentlich draußen... Oh, Skeletor! Der Velociraptor greift den Puma an. Ich würde sagen, wir machen unser Ding und gehen daneben auf Toilette. Oh shit. Dann mampfen wir was. Gucken uns an, was da passiert ist. Velociraptor schläft. Connor bringt den Puma ins Bett. Okay. Interessante Situation, die sich hier abspielt. Fleisch ist tief gekühlt. Ja, wir kommen hier doch um den Gefrierpunkt. Gar nicht schlecht. So, wir haben ordentlich Pumafleisch und Pumafell. Die Natur findet einen Weg, ganz genau. Wir könnten den Raptor jetzt natürlich auch noch anschießen, aber mit einem Raptor will ich mich ungern anlegen. Nee, das lassen wir lieber. Dass die hier die Leichen nicht mampfen, ne? Die mögen nur frisches Fleisch anscheinend. So, 29 Grad. Die Heimkehrer sind auf dem Weg. Hier betreten sie, sind gerade auf der Auffahrt zur Autobahn Richtung Norden und düsen dann ratzfatz zu dritt wieder in unsere Basis. Einer mehr als losgezogen sind vor 3 Tagen oder 2 Tagen. Und das sieht ganz gut aus. Ganz ehrlich, das war ziemlich auf der Kippe am Anfang. Als das erste Feuer gelegt wurde, weil wir hier einen Pyroman mit in der im Club haben, aber kein Feuerlöscher. Niemand möchte Feuer löschen. Zum Glück Hans jetzt und ich schätze mal der gute Thomas auch, der bald dazugehören wird. Aber diese Rückkehr, die werden wir uns ein anderes Mal angucken, würde ich sagen.